Ja, schönen guten Morgen. Halb vier durch. Ja. Da ist er wieder da, der kleine Omega. Grüßt euch hier vom Omme. One homie left. Der letzte Homie dreht hier seine Runden. Mit dem Schraubenschlüssel in der Hand und einer hilft mir. So, ich werde mal, glaube ich, meine Kisten soweit ein bisschen leer machen. Ja, das werde ich mal machen. Wir haben jetzt eh 4 Uhr. Kobbel, blub. Nails habe ich schon. Die kann ich, also da hätte ich mal nochmal welche gemacht, aber das brauche ich ja nicht. Gucke die Gu, Blut im Schuh. Turn on, das Ding kann jetzt laufen, was? Laut. So. Nichts zum Einschmelzen ansonsten da. Nichts zum Inschmelzen. Also ich brauche Materialien. So, ich werde mal hier. Puh, was mache ich dann? Ich lege mal den Krempelkram dahin. Die Gläser. Komm erstmal hier rein. Das nehme ich mir nochmal mit. Da habe ich noch ein bisschen was von. Stinkt es jetzt eigentlich noch oder nicht? Ja, es stinkt noch. Dann nehme ich mir erstmal Pasta mit. Der Hut ist ganz schick, aber der bleibt hier. Auch die Pipe. Und so viele Clubbies, die brauche ich auch nicht. Und die Bones habe ich eins da, jawohl. Ich muss nicht so viele Sachen mitnehmen. Und das bleibt auch hier. Die Federn nehme ich mit. Und die Nails bleiben da. So, ein bisschen Forged Iron. Ein paar Reservestückchen. Und der Rest bleibt hier drin. Was machst du jetzt noch, Kollege? Anvil ist drin. Werfen wir noch was rein. Der baut mir Zement. Ich überlege, ob ich auf Iron Arrow umsteige. Und zwei Iron und Clay. Oder geht schon was mit Steel, ne? Mit Steel noch nicht. Muss ich erst lernen. Dann müsste ich mal gucken, wie weit war ich dann mit Steel. Da war Steel. Da brauche ich 40 und da brauche ich nur noch 3. Okay. Dann nehme ich aber den Koppel nochmal da raus. Weil das kann man ja... Upsala. Kann man ja sich aufwerten, ne? Ich hätte auch die Frames behalten sollen. So. Gut. Kein Holz einstecken. Haha. Nee, kein Scrap Metal. So, deswegen. Gut, das haben wir schon mal. Was hatten wir für ein Level? Hier. 34 mittlerweile. 34. Gut, ich würde sagen, holen wir Loot. Und geht's ab in die Stadt. Dann machen wir die nochmal ein bisschen gerade. Damit das Construction ein bisschen steigt. Das ist wichtig. Oh, fertig. Verzauberte Fackel. Und ich guck mal, ob wir in der Stadt noch was finden. Oh, out of Stein. Gut, sehr schön. Kohle kann ich später mir holen. Was wir noch bräuchten, ist das hier. Aber ich nutze den Tag mal für was anderes. Fürs Städtle. Fürs Städtle spazieren gehen. Und hier unten werde ich nochmal Eisen farmen. So, oh, Ressourcensteine sollte man vielleicht nicht mitnehmen. Erst nach dem Looten. Dann wäre nämlich vielleicht eigentlich besser mit leeren Taschen in die Stadt zu gehen. Jetzt habe ich sie schon wieder voll mit Stein und Scrap. Oh, oh.
Ich hab da was vergessen. Digger Day 5. Problem ist, ich hab unten die Frames weggenommen. Das heißt, wir spielen mal Stachellauf. Der Bauer und wir. Du, ich. Ich glaube, ich bin crazy. Okay. Ja, that is my problem. Ist der Hund weg? Ja. Mal ganz schnell. Guckst ein paar Äste aus dem Wald gekloppt. Ich hab voll vergessen, dass Tag 5 ist. Was denn jetzt? Warum läuft er da nicht? Wie macht er eigentlich 74 Stück bei 2 Holz? Ulei. Wie geht das? Ist mir eigentlich auch wurscht. Liegt da in den Spikes drin, ne? So. Gut. Ich glaube, zur Hundehochzeit bleiben wir nochmal ein Momentchen zu Hause. Hat ja auch noch einer gefehlt. Kann man eigentlich so viele craften, wenn man mit nur 2 Holz hatte, oder? Oder hatte ich so viel rausgeschlagen? Ich weiß es nicht. Muss ich gleich mal gucken in der Wiederholung. Wir haben ja Hundetag. Wow, wow. Mit insane Hunden? Nein, da lege ich mich nicht an. Sollen andere machen. Mach noch ein bisschen Zement. Dann brauchen wir noch ein paar Steinchen. Was haben wir denn? Ein Ei. Ja, eigentlich ist es blöd. Aber ich muss ja eigentlich raus. Kann ich nicht schweben vielleicht? Schweben? Ich schwebe zur Stadt. Scheiße nochmal, nein, ich will jetzt nicht einen Tag hier draußen verbringen. Das ist mein Loot abholen, Tag 5. Dämliche Hunde. Oh toll. Gut. Haben da jetzt noch Hunde oder nicht? Nicht in die Spikes. Ich bin der Meinung, ich höre da draußen noch was. Kundschaft. Erika, Kundschaft. Ob ich mir den trau? Ich bräuchte noch ein bisschen Holz. Mal gucken, wie weit ich komme. Kann natürlich sein. Verliere.
Also auf jeden Fall höre ich was klatschen. Da oben, guck, da oben sind sie. Oh, hier. Vielleicht komme ich von drüben besser dran. Und da will ich mir auch nicht Lumpe lassen. Nee, nee. Warum nehmen wir da? Habe ich da unten noch zu tun in der Steine, Zement. Vielleicht doch ein paar. Was können wir dann noch machen? Steine, Steine, Steine brennt der gerade. Hm. Ich habe noch ein bisschen Eisen hierfür. Komm, rein damit. Die Forge muss brennen und die brennen. Muss brennen, die Forge. So, was wir mal machen ist, mal da vorbei. Ja. Guck mal hier raus. Ob wir den Hund sehen. Und ihm guten Tag sagen könnten. Ein herzliches Grüß Gott. Gucken wir mal. Irgendwas klatscht hier. Ah, der steht da oben. So ist brav. So ist brav, Kleiner. Müsst doch eigentlich auch hier oben mal raus können, ne? Das wäre doch eine Idee, oder? Vielleicht hier den Kamin hoch. Eine Leiter. Wäre doch eine Idee. Was einen langen Arm ich habe. Ich habe einen mega 5, 13, 12. Arm. Gut. Ich habe gedacht, es reicht. Okay. Das ist doch schön. Eine schöne Aussicht. Und ich habe hier noch was, ich glaube. Chicken. Muss mal gucken, ob das hier war. Kaputt. Dann machen wir erstmal mit der kleinen hier weiter. Ach so, da war der Stein. Mal gucken, nämlich wo die Forge stand. Das habe ich nämlich gesehen. Damn. Scheiße. Mit diesem Hochlaufen hier immer so schlecht. Mache ich erstmal das Ding hier ganz. Geht schneller. Nee, hier fehlt noch ein Stück Leiter. Das ist alles. Nein! Komm, hopp. So, jetzt bin ich erstmal hier draußen. Ist doch schon mal. Wie lange man braucht für rauskommen? Echt. Uiuiuiuiui. Ein großes Loch. Muss hier noch ein Stück Leiter dran machen. Ein Stück Leiter. Lieber zwei mehr mit. Was ist denn die Hundeseuche jetzt? Zwei Stück hatten wir bis jetzt, ne?
Zwei oder drei? Ich glaube zwei. Wenn man dieses verbrannte Holz schlägt, kommt auch Kohle bei raus, ne? Auch schon mal gesehen. Hopp. So. Was ich jetzt eigentlich noch bräuchte, wären auf jeden Fall noch ein großer Schwung Fackeln. Ein großer Schwung Fackeln. Guck mal, Kohle. Einmal gekloppt, kommt Kohle raus, ne? Packen wir sie gleich dazu. Ja. Oh, nee. Ja, wenn man so verletzt ist, hat man umso mehr Hunger. Tja, eigentlich kann die jetzt aus, ne? Kann die Pistole reinschmeißen. Tja. Also, es wird nichts anderes übrig bleiben wie... die Wauzis mir fressen wollen. Ja. Und ich brauche unbedingt Steine. Überleg mir das Ding hier mal ein bisschen klein zu machen. Steine, Loot und alles brauche ich. Hm. Also ich klopfe hier noch ein bisschen. Irgendwann werde ich den Tag über hier ein bisschen klopfen. Steine schmelzen. Und dann machen wir Zement. Und dann mache ich die Mauer hier außen ein bisschen fertig. Es ist ja bei Tag 7. Und bis dahin möchte ich gerne die Mauer einmal ringsrum gezogen haben. Das ist schon ganz wichtig so. Also brauche ich viel Stein, viel Mauer, Holz, Cobblestone und vielleicht habe ich einen Zementmischer schon bis dahin. Also macht's gut, bis dahin. Tschüss.